Hallo und herzlich willkommen zu diesem Manga-Update für den Monat Februar. Das ist das erste Video seit Oktober 2021. Einfach weil, sagen wir mal, ich keine Lust hatte und die letzten Monate einfach nicht so produktiv gelaufen sind. Deswegen dachte ich, komm, machen wir jetzt einen. Ich bin schon mittlerweile bald an der 1500-Grenze für meine Mangas. Daher wird der Raum auch hier ein bisschen Mangelware. Es steht schon alles übereinander, hintereinander und ja, das würde mich aber nicht davon abhalten, neue Mangas zu kaufen. Der erste neue Zugang wäre der neue Detective Conan Film Nummer 24, die Scharlachrote Kugel. Der kam ja letztes Jahr, ich weiß gar nicht wann, Ende Sommer, Herbst kam der ja in die Kinos und mein erster Versuch, den Film zu schauen, lief nicht so gut. Das Kino hatte die Filme vertauscht und irgendwie lief auf einmal der 23. Film, aber das war auf jeden Fall trotzdem das Warten wert. Weil der Film war wirklich gut animiert natürlich. Es war mal eine interessante Storyline, mal wieder was ganz anderes. Aber er wird leider nicht einer meiner Lieblings-Conan-Filme, einfach weil mir dafür meine Lieblingscharaktere fehlen, also Kaito Kid oder Makoto oder Heiji. Makoto war nur in einem, aber ja. Und ich einfach Masumi Sera, also ich mag sie absolut nicht. Ich mag auch die Familie von ihr nicht so. Also das ist natürlich sehr interessant, was mit ihrer Mom passiert ist und so. Aber ich mag sie als Charakter überhaupt nicht. Ich mag ihre Art auch nicht. Und Shuichi Akai, er ist zwar interessant, aber er ist jetzt nicht so interessant wie manch andere Conan-Characters. Aber auf jeden Fall war der Kauf es wert. Und der Film war nicht mal so teuer, wenn ich jetzt sehe, wie viel die älteren Conan-Filme mittlerweile kosten. Da war das schon eine günstigere Investition. Passend dazu haben wir auch einen neuen Conan-Sammelband. Und zwar die Fan-Edition, in der halt Conans Freunde mal ein paar Fälle lösen, zum Beispiel die Kinder ran oder auch mal die Polizei selbst, wozu ja sie eigentlich da ist. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber er wird natürlich irgendwann auf jeden Fall gelesen. Aber bis jetzt hänge ich halt immer noch am vorigen Sammelband, dem mit Shuichi Akai, glaube ich. Ja, da muss ich ein bisschen speeden, glaube ich. Ebenfalls von Egmont haben wir den 19. Band Namaiki Sakari. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ihn angefangen und dann irgendwann beiseite gelegt, weil es halt war dann in dem Moment, es war so spät abends, war mir zu viel Text und es wiederholt sich halt alles und ich finde, der Manga zieht sich halt auch ein bisschen ins Unendliche gerade, weil ja, wie soll man das sagen? Es ist halt schon, die Main-Handlung ist so ja, beendet. Sie sind jetzt zusammen, sie werden auch safe irgendwann heiraten, aber jetzt sind die eigentlich immer nur so sich am Streiten wegen Kleinigkeiten, weil Yuki ist natürlich ein bisschen anstrengender als Jo. Nee, wie heißt er denn? Er heißt nicht Jo. Doch, er heißt Sho. Wie Sho. Einfach weil sie halt erwachsenere ist oder rationaler oder was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es da immer Stress wegen Geschenken, wegen Planungen. Und langsam, ne, es ist so ein unendlicher Kreis, wo man sich denkt, ja, macht mal hin, ich weiß, dass ihr am Ende sowieso zusammenbleibt. Weil, ja, es zieht sich halt und ja, dann gibt es wieder Stress wegen dem, wie heißt er nochmal, wegen dem Rivalen von Sho. Also das ist so, ja, habe ich schon mal alles gesehen. Ich möchte mal den Endband jetzt in der Hand halten. So ist es ungefähr gewesen. Ja, dann von von Manga-Kult habe ich den neuen Hanako-Band, Band 10. Ich liebe ja die Farbe, das ist so wunderschön, dieses Lila einfach. Und wieder mit einer schönen Farbseite. Der wurde ja mal zurückgerufen, weil es einen Druckfehler gab. Deswegen habe ich mir den erst sehr spät gekauft. Deswegen habe ich den auch noch nicht gelesen. Aber ich ehrlich gesagt muss ich es auch nicht, weil ich lese ihn auf Englisch tatsächlich online. Immer so halt das neue Kapitel. Und ich finde, der Manga irgendwie in Deutschland hängt total hinterher. Also so mit Demon Slayer hat er ja mittlerweile aufgeholt. Aber bei Hanako finde ich so, wir sind jetzt bei Band 10 und wir sind irgendwie erst ein paar Kapitel hin, so über den Anime hinaus. Also ich weiß nicht, ob da die Bände einfach sehr kurz gestaltet sind oder ob der Anime halt total viel weggelassen hat. Aber irgendwie finde ich, wir sind erst so ein paar Kapitel, oder wir sind, doch, wir sind erst so ein paar Kapitel hinter dem Anime in Band 10, weil gerade irgendwie hat sie Mitsuba halt als neue Nummer, weiß ich gar nicht, als neuen Schulmythos da gesehen. Und jetzt sind die erst beim neuen Mythos, wo ich mir denke, okay, cool, das hat jetzt ewig gedauert, bis wir da waren, aber gut. Ja.
Von Carlsen haben wir diesmal den 19. Band Die Schokohexe. Der heißt diesmal Salty Leaves. Ich finde das Cover auch wieder wunderschön mit diesem Pink. Und dann ist da Lavender, Lavendel hält Kakao in der Hand. Und ja, der Manga ist natürlich wieder süß, paar einzelne Kurzgeschichten und so. Ich finde ihn tatsächlich nicht mehr so cool, wie ich ihn damals gefunden habe, als ich noch ein bisschen jünger war. Einfach weil die Zeichnungen halt sehr einfach sind und die Handlungen auch sehr einfach und die Geschichten sehr einfach, aber es hat halt so einen Nostalgiefaktor, deswegen kaufe ich ihn halt noch weiter und außerdem möchte ich ihn gern komplett haben. Aber da ist auch hier so, es zieht sich so. Ich meine, der Manga kommt zwar irgendwie nur jedes halbe Jahr oder jedes Jahr raus, einmal, aber ich meine, der läuft schon so lange. Und langsam könnte auch mal so ein bisschen irgendwie das Ende kommen oder es wenigstens Richtung Ende gehen, weil ja, vielleicht hat der Manga gar kein Ende und der läuft unendlich weiter, so wie One Piece zum Beispiel. Aber so könnte mal langsam in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Ebenfalls neu ist der My Hero Academia Band. Ich habe mich für dieses Cover entschieden, ich weiß nicht, wie man das nennt, einfach weil es cooler aussah und ich fand es auch einfach cooler. Ich habe ihn auch schon gelesen. Es gibt ja jetzt wieder, da ist der Kampf zwischen Midoriya und, wie heißen der, von Shikaragi, von der Organisation oder so. Also die haben jetzt ihren Deathmatch-Kampf auf jeden Fall, der irgendwie sich in die Länge zu ziehen scheint. Anscheinend flüchten die nochmal und treffen dann nochmal aufeinander oder was auch immer. Also man dachte eigentlich so, jetzt reicht's aber langsam mal und dann steht der Böse doch nochmal auf und die Guten stehen nochmal auf und mir denke ich, ja, ist jetzt gut, aber was mich sehr gefreut hat, Lemillion ist auf jeden Fall, oder heißt er Vermillion? Nee, Lemillion ist auf jeden Fall zurück. Das hat mich ja so gefreut, weil er ist literally mein favorite character, auch wenn dann so die paar Wände da war und dann ist er auf einmal weg, wegen seine Macke ist ja weg und dann ist er viel wieder zurück, aber sehr nice. Und es gab so ein bisschen Einblick in die Story von Dabi und Shoto und halt natürlich seinem Vater. Man ist da nicht so ganz hintergekommen, also vielleicht habe auch nur ich nichts verstanden, so was genau mit Dabi passiert ist, als er noch Toya hieß. Also natürlich Endeavor hat all seine Hoffnungen in ihn gesteckt, dann kam Shoto, dann war Toya natürlich weg vom Fenster, aber so die anderen Kinder haben damit auch irgendwie gelebt, so ich wüsste gerne, was mit ihm halt dann genauer passiert ist und ja, darauf müssen wir dann auf jeden Fall im nächsten Band warten. So, was haben wir denn noch von, ja, vom Zweitverlag quasi Hayabusa, haben wir den 6. Band Teach Me How to Kill. Ich dachte, das wäre der letzte Band der Reihe und hatte mich schon irgendwie gefreut. Also, die Reihe ist cool, aber ich hätte auch langsam mal, dass sie zu einem Ende kommt, einfach weil ich gerade zu viele Reihen quasi offen habe, die ich sammle. Und es kommen immer wieder mehr neue raus und ich würde deswegen mal gerne ein paar Reihen abschließen. Vor allem diese hier zum Beispiel oder halt auch Namaiki Zakari. Einfach weil Teach Me How to Kill ist halt immer ein bisschen teurer als die anderen. Und ja, ich finde die Serienmörder zwar cool, aber ich würde jetzt auch gerne mal wissen, wie die das versuchen aufzulösen. In diesem Band ist zwar der Bruder von, wie heißt er nochmal, Herr Eiser? Nee, Eiser ist der aus My Hero Academia. Also auf jeden Fall ist der Bruder von ihrem Lehrer aufgetaucht, der halt, er ist kein, also der Lehrer tötet ja Serienmörder, ist quasi auch ein Mörder, aber er tötet Serienmörder, also es ist sehr paradox. Und sein Bruder, der tötet Leute nicht, aber er bringt andere Leute dazu zu töten, was auch nicht so korrekt ist, sagen wir mal so, aber ne, kein Blut an den eigenen Händen auf jeden Fall. Und die treffen halt aufeinander, da gab es so einen Konflikt, wo nicht, wie man das sagen soll, wo Rico von ihm hypnotisiert wird, dass sie ihren Lehrer vergisst und alles. Das hat aber nicht funktioniert und ja, weiß ich nicht. Also das endet wieder damit, dass sie sagt, dass sie die einzige Serienlehrer umbringen wird, wo ich mir denke, ja, mach doch, also mach es oder lass es so, weil ja, ich finde die Serienmörder immer cool, aber sie soll mal ein bisschen hinne machen mit der Main-Handlung. So. Sie lernt jedes Mal und macht trotzdem nichts. Also, die haben zwar diesen ewigen Unterricht, aber sie hat noch nie jemanden selbst getötet. Ich glaube noch nicht mal jemanden richtig verletzt, weil sie lernt das nur und trotzdem, und im Endeffekt nimmt der Lehrer ihr alles ab. Also, irgendwie verstehe ich diese Lehrmethode nicht so ganz, aber wenn er meint, das funktioniert, dann gut. Von Kase kamen auch nur 2 raus, also ich sammle auch aktuell nur 3 Reihen von Kase. Zum einen Orient, der läuft ja auch jetzt als Anime.
Und zum anderen halt Hell's Paradise, der kommt ja auch bald als Anime raus. Ich freue mich so immens. Ist Band 12 mit. Mit Gabimarus Frau auf jeden Fall drauf. Das ist total das süße Cover. Es hat so ein bisschen den End. Also den End. Cover-Vibe, so das ist der letzte Manga, sieht so ein bisschen aus, aber ist natürlich nicht, Gott sei Dank. Innen drin ist dann auch wieder so ein auffaltbares Poster, sehr nice finde ich immer. Und wir schlittern so langsam in Richtung Ende, es ist ein sehr, sehr verlustreiches Ende, sagen wir es mal so. Wir haben natürlich schon viele auf der Reise verloren, es sind immer weniger geworden, ich habe viele verloren, die ich mochte. Und jetzt habe ich erfahren, dass ich noch mehr verlieren werde, einfach weil. Ja, die Handlung ist vorsieht, dass die Menge nochmal ausgedünnt wird, obwohl ich finde, jeder, der halt da ist, verdient es, gerettet zu werden. Die Tensen sind alle besiegt, bis halt auf einen. Und man erfährt halt dann, wer der letzte Tensen, also die Überlegene ist, ist, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, Lian, glaube ich, ist der letzte, der noch da ist, weiß nicht. Man erfährt halt auf jeden Fall, dass Lian kein normaler Tensen ist, sondern eine besondere Rolle quasi hat und ja, es ist quasi gerade so ein bisschen, also da gab es ja diesen Dude, der sich hier für den größten Rächer der Ehrenhaften oder der Gerechtigen gehalten hat, was auch immer. Der ist irgendwie doch nicht so toll, wie er dachte, oder es ist wieder so ein krasser Plot-Twist, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Band. Dann ebenfalls, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, kann auch sein, dass er schon seit mehreren Monaten hier rumliegt. Ist der zweite Blue Lock Band. Fußball interessiert mich eigentlich gar nicht. Zum Leid vieler Mitmenschen von mir, die sehr für Fußball brennen und ich eigentlich nur die Augen verdrehe, wenn ich zuhören muss. Hier ist aber was anderes, weil es dreht sich eigentlich nicht so um Basic Fußball, sagen wir mal so. Und es ist sehr cool gezeichnet und so, ne, wenn Fußball normal so wäre, dann würde ich es auch gucken, vermutlich, aber ist es ja nicht. Und zwar sind ja diese Mannschaften zusammengewürfelt aus den besten Stürmern Japans, aus Jugendmannschaften, um halt den besten Stürmer Japans zu wählen. So, also ja, warum man das macht, weiß ich auch nicht, aber die wollen halt den besten Stürmer, damit Japan mit den anderen Ländern mal bei der WM mithalten kann, was es bis jetzt ja nicht konnte. Und hier ist halt, die Teams treten gegeneinander an, es wird wieder ausgedünnt, es werden wieder Leute rausgekickt und die merken halt, dass eigentlich. Irgendwie so ein bisschen komisch. Also die Egoistischsten kommen natürlich nach vorne, kriegen die meiste Screentime, werden beachtet und setzen sich halt durch. Und andererseits muss man ein Team zusammenstellen, um überhaupt spielen zu können. Wenn jeder sich um den Ball prügelt, dann funktioniert das auch nicht so. Das ist wie mit kleinen Kindern dann. Das bringt ja gar nichts. Also man muss sich irgendwie arrangieren, dass man sich in den Vordergrund drängt, aber halt auch gleichzeitig so ein Team aufbaut. Das ist sehr verwirrend. Ja, und irgendwie mag ich halt alle in unserem Main-Team, also das, was wir näher kennenlernen, mag ich eigentlich alle. Ich mag aber auch Leute aus dem anderen Team so. Ich finde es dann immer schade, dass sie, weil die dürfen ja dann gar nicht mehr an der Nationalmannschaft so an der Auswahl oder überhaupt daran teilnehmen, wo ich mir denke, okay, das tut mir schon sehr leid, weil ich mag die alle, ich würde es denen allen gönnen, ich würde es auch hier allen gönnen. Hier mag ich manche lieber als den Main-Character. Aber gut, ich bin auch sehr excited für den Anime, muss ich sagen. Also dieses Jahr Sommer-Season oder Herbst-Season wird. Auf jeden Fall sehr interesting. Dann von Tokyopop sind auch wieder einige Sachen rausgekommen. Zum einen der 10. Band von My Boyfriend in Orange. Auch hier würde ich mir wünschen, dass es so langsam gegen Ende zugeht. Es wird schon ein bisschen. Ist das überhaupt der aktuelle? Oder kam Band 11 zuerst? Nee, letztens raus. Nee, okay, das ist der aktuelle. Es geht langsam in Richtung. Finishline, sagen wir mal so. Mui will ja immer noch Rettungssanitäterin werden und Ebihara ist ja noch total dagegen, weil, ja, meine letzte Freundin, also seine letzte Freundin, ist halt verunglückt, leider Gottes, und das projiziert er jetzt auf Mui, dass dir das vermutlich auch passieren wird. Also dieser riesige, riesige Beschützerinstinkt ist da ein bisschen extremst. Doch, sie vertiefen auch ihre Beziehung diesmal tatsächlich, was. Ich finde es natürlich super, aber andererseits, vor ein paar Wänden hat er noch gesagt, dass er sie nur als kleine Schwester sieht und ihr ein Vaterersatz sein will, wo ich dachte, ja, sehe ich jetzt nicht so, aber gut. Total süß und auch wenn es mich innerlich so zerreißt, weil ich mir denke, so im Real Life niemals, oder, ne, sie ist 16 oder 17 und er ist
Yield 24, 28. Also gut, könnte man sagen, ist verwerflich, aber es ist ein Manga, das ist okay. Ja, auf jeden Fall. Moe und Ibihara vertiefen ihre Beziehung, während, wie heißt ihre Freundin? Weiß ich, Sayumi. Sie ist ja abgeblitzt, gekorbt, unter Liebeskummer leidet und kurz den Schock hat, sie könnte ihren Liebsten nie wiedersehen, aber. Plot Twist, doch. Ja, dann haben wir Band 15 von Chocolate Vampire, auch ein Manga, wo ich mir denke, können wir jetzt langsam mal zum Ende kommen, einfach weil er ist nicht so, so mega gut, dass ich sage, ja, weiter, mehr, mehr, mehr. Aber er ist auch nicht so schlecht, dass ich sage, okay, ich breche den jetzt ab. Ich habe eine Reihe abgebrochen und ein Gefühl namens Liebe werde ich nicht weiter sammeln. Denke ich nicht. Und auch Vampire Dormitory nicht, weil ein Gefühl namens Liebe ist einfach, ich mag den männlichen Hauptcharakter gar nicht mit seiner super eifersüchtigen Art und diesem Kontrollzwang, den er an den Tag legt. In den paar Bänden, die ich gelesen habe, ist er mir so unsympathisch geworden, weil er einfach sie super einschränkt, ihre Freundin nicht mag oder denen auch keine Chance gibt, weil er will, dass sie nur mit ihm was macht und ich so, nee, das ist super toxisch, danke. Und halt Vampire Dormitory habe ich ja nur gekauft, weil ich Ema Toyama total liebe. Sie hat früher so super Sachen gemacht. Aber ich weiß nicht, was mit den Mangaka, die damals gut waren, passiert ist. Auch Arina Tanimura habe ich früher so geliebt. Und dann ist sie auf einmal in so eine Wendung gekommen, wo ich schon dachte bei meinem Magic Friday, okay, er ist 15, sie ist 16, was schon komisch ist. Und er ist ihr Cousin und sie heiraten. Und ich dachte mir schon so, was ist da abgegangen? Dann 31 I Dream, auch wieder eine super alte Frau. Also diesmal wirklich 30, verliebt sich in einen 15-Jährigen. Klar, sie wird verjüngt, aber es ist dennoch so weird und jetzt Ema Toyama auch noch mit ihrem Vampire Dormitory. So, weil früher total süße Reihen wie An deiner Seite und so. Und jetzt ist es auf einmal Vampire, sie gibt sich als Junge aus. Und je mehr Zuneigung sie kriegt, desto süßer wird ihr Blut für ihren Vampirmeister, Besitzer. Und ich mir dachte, okay, ich kaufe das nur wegen den Zeichnungen. Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, sorry. Muss jetzt nicht sein. Auch Kuzuichiba macht immer noch gute Sachen. Aber zum Beispiel auch Kayuru war früher so innocent love stories total süß. Und jetzt geht es langsam ein bisschen so auch so eine merkwürdige Richtung, wo ich dachte, okay, ja, nicht so meins. Aber Chocolate Vampire werde ich noch nicht abbrechen. Ich habe ihn auch jetzt gelesen. Sie sind ja jetzt auf dem Anwesen der Kagerazukis. I don't know if that's right. I hope so. Um halt diese, um gegen diese Vampire Lady, ich weiß ihren Namen gerade gar nicht mehr, anzutreten. Die wollte, also die züchtet ja, oh, Rara heißt sie, die züchtet ja Menschen, um sie als Vampirfutter zu benutzen und das finden die natürlich nicht gut. Die haben ja auch Suwa jetzt aufgegabelt, diesen Vampir. Und die kämpfen jetzt zusammen, also mit den Zetsu und so, gegen die ganzen Vampire, die halt auf diesem Bankett, wo die eingeladen sind, versammelt sind. Natürlich treten wieder diese super nervigen Geschwister auf, die wir schon in ein paar Bänden davor kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Also auf jeden Fall die zwei hier, die kennen wir ja schon. Die kommen natürlich immer wieder wie so ein Bumerang. Also reicht jetzt auch, aber sie werden natürlich auch manipuliert von ihrem Dad und so. Also, Toxic Family Relationship. Ja, und der Kampf endet natürlich mit einem Cliffhanger. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf den nächsten Band. Irgendwie. Dann ein Drittel auf einem Nenner. Von Kuzuichiba. Eine Frau, die immer noch super Sachen macht. Total süß, ne? Auch einer meiner Lieblingsreihen immer noch. Also auch Zeichnerin immer noch. Hier ist das. Ich weiß auch, ich kann mir den Namen nicht merken. Shioka und Shin sind irgendwie wieder zusammen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin immer noch Team Yu, weil er einfach total cute ist und immer für sie da und ne. Also immer Team Nebenbuhler. Also, sorry, aber ja. Und Shin soll ins Ausland gehen, um in Amerika zu studieren auf jeden Fall. Und er reist früher ab als geplant. Und sie sagt, ich werde warten. Und er sagt, ich komme zurück. Und ja, unwahrscheinlich. Aber gut, soll er machen. Und dann, ja. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich hasse das, wenn die Nebenbuhler so krass darunter leiden müssen, weil eigentlich
Weiß ich oder wissen die Main Character selber, dass die anderen eigentlich so ihnen besser tu gut tun würden, so besser tun würden, besser für sie da sein würden, keine Ahnung. Aber nehmen halt trotzdem den, wo das Herz halt mehr schlägt, so ist klar. Aber eigentlich logischerweise müsste man eigentlich den anders nehmen, egal. Und ja, hier ist halt wieder die Beziehung von Shin und Hyuka. Der Name passt ja. Wird sogar, also wird wieder, irgendwie kitten die das wieder. Ich weiß nicht, Hyuka ist auch total in Shin immer noch verknallt. So. Ja, wo die Liebe hinfällt, ne? Dann Band 26, 29 von Black Clover. Es wird ernst, also die Kämpfe intensivieren sich gerade. Asta hat nach seinem langen Training zum ersten Mal gegen einen Teufel gekämpft. Auch Magna kommt zurück und oh, Magna ist auf einmal richtig gut. Also ich muss ja sagen, am Anfang fand ich den so nervtötend, ne? Also no shade, aber ja. Und jetzt ist er aber richtig cool geworden und ich freue mich total auf den nächsten Band. So, Black Clover kann gerne noch ein paar Mangas weitergehen, noch ein paar tausend Mangas weitergehen, kein Problem. Bin ich dabei. Dann haben wir den neuesten Band von Ran, The Peerless Beauty. Band 4, den habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Das war auch so einer, wo ich überlegt habe, ob ich den weiterlese, weil bis jetzt war er nicht, er war süß, aber er war nicht so wow und süß oder hatte nichts so einzigartiges. Ich lese es eigentlich nur, weil er in einem Blumengeschäft arbeitet und ich mag Blumen und ich fand die Idee süß. Aber er ist jetzt nicht so wow faszinierend, dass ich sagen würde, okay, den muss ich unbedingt haben. Weil wenn es dann auch mal knapp ist in einem Monat, dann würde ich den, glaube ich, auch rauslassen. Einfach weil, ja, ich habe auch diesen Monat ein paar rausgelassen. Zum Beispiel den neuesten von Du riechst so gut fehlt noch. Und Fruits Basket, aber Fruits Basket rennt ja nicht weg. Also deswegen ja, habe ich auf jeden Fall noch den hier. Dann kommen wir zu Altraverse. Da sind auch wieder ein paar rausgekommen. Ich wollte eigentlich noch einen neu anfangen, aber dann dachte ich mir, ich habe so viele laufende Reihen aktuell, dann lassen wir das mal lieber. Auf jeden Fall haben wir zum ersten Mal Band 3 von Dienerin des verfluchten Kindes. Oh, mit Postkarte, das sehe ich erst jetzt. Mit einer Postkarte. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Werde ich vermutlich noch bald, die Tage, irgendwann. Einfach auch, der hat auch nicht so einen hohen Stellenwert, deswegen dauert es auch mal ein paar Wochen, bis ich die dann gelesen habe und ich verschlinge den auch nicht so direkt, aber er muss halt irgendwie sein, weil die Story und die Idee ist einfach gut. Unter anderem haben wir dann auch noch Hello Innocent von Mayu Sakai. Auch eine Zeichnerin, die immer noch gute Sachen macht und nie komische Sachen dazwischen hatte, also finde ich jetzt persönlich, aber ja. Hello Innocent habe ich auch noch nicht gelesen, weil Altraverse kommt ja immer relativ spät raus und daher habe ich den einfach noch nicht gelesen. Ja. Ich weiß auch schon fast gar nicht mehr, was im davor passiert ist, aber auf jeden Fall ist das Cover halt total schön mit den Blumen und die sind auch halt hinten drauf, also pretty. Einen, den ich tatsächlich schon gelesen habe, ist Tokyo Aliens Band 2. Auch eine super coole Reihe. Also ich bin ja nicht so der Action-Fan, deswegen ich habe auch sehr wenig Shonen-Mangas, mehr Shoujo, wie man sehen kann. Aber Tokyo Aliens fand ich wirklich gut. Der erste hat total überzeugt, deswegen musste ich den zweiten halt haben. Und ja, er ist total gut. Diesmal ist halt Akira und Sho haben einen Auftrag bekommen, ein kleines Mädchen zu beschützen, die halt von Assassinen oder Auftragsmördern, keine Ahnung, sie wird auf jeden Fall verfolgt. Und die müssen auf sie aufpassen, eine Woche, bis die Eltern halt sie von der Erde holen. Klappt semi gut. So, einige Komplikationen, einige sehr gravierende Komplikationen, aber wir wollen jetzt nicht im Näheren drauf eingehen, weil ich glaube, wenn ich es erklären würde, wäre es ein zu großer Spoiler für die, die es noch nicht gelesen haben. Aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Was denn noch? Haben wir Band 1 von Verliebt in Mehr als dein Gesicht? Es sind natürlich, die Titel sind immer super, wenn man sie übersetzt auf Deutsch. Es gibt viele sehr merkwürdige Titel auf Deutsch, aber gut. Und Verliebt in Mehr als dein Gesicht, also auf jeden Fall, das Cover ist total schön. Die Zeichnungen finde ich auch total schön. Ich finde auch ihn sehr gut gezeichnet. Da gab es auch so einen Stern dabei, der irgendwo da oben steht. Ja, merkwürdige Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Typ, der halt droht von der Schule zu fliegen, weil er nie da ist. Und der ist nie da, weil ihn alle nur wegen seinem Gesicht einglotzen und so, weil er sehr pretty ist. Der hat halt den Deal mit dem Rektor gemacht, dass wenn er den Schulaccount auf Instagram oder auf so was Ähnlichem auf 100.000 Follower oder eine bestimmte Anzahl, ich weiß nicht mehr welche, bringt, darf er halt auf der Schule bleiben und wird nicht suspendiert. Und dafür braucht er halt die Hilfe und die kriegt er halt von Sana, das ist sie,
Die liebt schöne Dinge, sie liebt ihn wegen seinem Gesicht, also nicht ihn als Person, aber sein Gesicht. Ne, und sagt ihm das auch mehr als einmal, was sehr unangenehm ist, aber gut. Und sie kriegt da den Job, diesen Account zu managen, Fotos von ihm zu machen und alles. Und natürlich im ersten Mal merkt sie schon, dass sie ihn dann doch mehr mag als so angenommen, dass sie doch mehr an ihm mag als um sein Gesicht. Und er irgendwie actet auch direkt so, als würde er mehr von ihr wollen als nur die Fotos. Deswegen, also es ging schon ordentlich in Richtung Relationship im ersten Band so. Aber sehr gut. Auch ein Manga, den ich sofort gelesen habe, ist natürlich Band 4 von Cinderella Closet. Haruka und ihr Boyfriend haben es nicht so lange geschafft, wie ich gedacht hätte. Was ich mir auch nicht gewünscht habe, weil, ja. Ich bin Team Hikaru. Natürlich mal wieder. Und deswegen war ich nicht so traurig, dass sie mit Kurutaki dann nicht so lange zusammen war, wie ich gedacht habe. Es war irgendwie ein bisschen traurig, sie dann doch so. Also Haruka so niedergeschlagen zu sehen, deswegen. Weil natürlich jeder Breakup tut weh. Kennt man. Aber einfach, weil es auch so ihre erste Erfahrung damit war, tat es mir noch mehr leid. Und einfach, weil, also Hikaru sieht dann natürlich darin irgendwie seine Chance, jetzt bei Haruka ein bisschen zu landen. Er traut sich aber auch nicht, weil sie sieht in ihm natürlich nicht den Jungen an sich, sondern mehr ihre Freundin. Wo ich auch denke, so, ja, klar, aber er ist trotzdem so male, so. Und gegen Ende sieht man so den leichten Verdacht, dass sie doch langsam merkt, dass Hikaru ein Junge, ein richtiger Junge ist, nicht ein Mädchen, so. Deswegen, ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, aber sie hat das natürlich nicht rausgefunden ohne Hilfe. Da musste ihr schon wieder jemanden Schubs in die richtige Richtung geben, und zwar einen kräftigen. Aber ja, Haruka ist halt nicht so die Schnelle, und ja, ich finde sie einfach total süß, ne? Deswegen ist das verziehen und vergessen. Ich glaube, das war es auch jetzt schon mit diesem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns je nachdem, nach Lust und Laune, vielleicht schon im März, vielleicht auch erst ein paar Monate später oder nach der Dokumi. Aber auf jeden Fall sehen wir uns noch. Und ich hoffe, ja, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Tschüss!